Hallo YouTube und Filmfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, und wie der Titel des Videos ja schon verrät, ich werde heute an diesem großen Film-Community-Tag teilnehmen von Ich packe aus. Den haben ja schon sehr viele andere hier auch gemacht auf YouTube und ich habe mir gedacht, ich schließe mich dem jetzt einfach mal an. Ja, ich werde hinterher natürlich auch zwei Personen taggen und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Dann fangen wir gleich mal an mit den Fragen. Also ich muss sagen, ich mag Lakritze überhaupt nicht. Fruchtgummi mag ich schon recht gerne, aber ich brauche das jetzt nicht unbedingt zum Film schauen. Also wenn ich einen Snack zum Film genieße, dann sind das meistens Chips. Also irgendwelche so Paprika-Chips oder irgend sowas, ja. Also hier lautet die Antwort bei mir eindeutig Chips. Ganz eindeutig Licht aus. Also ich finde, ein Film kommt viel besser rüber, wenn man ihn im Dunkeln ansieht, da man so auch seine komplette Aufmerksamkeit nur auf den Bildschirm richten kann und die ganze Atmosphäre von einem Film kommt einfach ganz anders rüber, wenn es, wie gesagt, dunkel ist. Also mir gefällt das persönlich viel besser. Es ist nur die Gefahr bei sowas, dass man dann halt relativ schnell einschläft, also wenn man müde ist nach einem Arbeitstag oder so. Aber grundsätzlich Licht aus. Ich denke, das dürfte die Frage beantwortet haben. So viele richtig grottige Cover besitze ich eigentlich gar nicht, aber ich zeige euch einfach mal ein paar Beispiele. Also das hier zum Beispiel von Hillside Cannibals finde ich ziemlich scheiße. Also hier sieht man einfach, es ist billig gemacht und die Schrift sieht aus, als hätte man sie einfach von Word genommen oder so. Ja, oder jüngst habe ich auch schon vorgestellt hier Cabin of the Dead. Natürlich ganz billige Aufmachung, richtig schlecht gemacht, wie man es halt von Intergroup auch gewohnt ist. Und eigentlich das schlechteste Cover, das ich in meiner Sammlung habe, finde ich, ist hier von A Hole in My Heart. Ja, also da hat mir das Cover der alten Auflage viel besser gefallen. Also das Cover hier sieht wirklich scheiße aus, finde ich. Noch dazu hier mit Flatschen. Ja, das waren mal so die schlimmsten Cover in meiner Sammlung. Also ich bin überhaupt kein Kaffeetrinker, also das Zeug bringe ich nicht mal mit zugehaltener Nase runter, also ich finde Kaffee wirklich absolut widerlich. Ja, Cola trinke ich hin und wieder mal zum Film, wenn es halt mal irgendwo rumsteht oder so und ich gerade Bock drauf habe. Und Bier natürlich zu irgendwelchen Trash-Filmen oder zu Splatter-Filmen ist immer gut. Also hier würde mir eigentlich meine Antwort auf Bier fallen. Ja, Bier ist gut. Das ist unterschiedlich. Also wenn ich mir daheim allein einen Film ansehe, dann liege ich lieber in meinem Bett, da es einfach bequemer ist. Und ja, wenn ich allerdings in einer fröhlichen Runde bin mit ein paar Freunden oder so, dann sitze ich lieber auf einer Couch oder irgend sowas. Und da kann man sich dann auch irgendwie besser unterhalten während einem Film. Also wenn gerade nicht allzu viel passiert oder wenn es irgendein anspruchsloser Actionfilm ist, dann ist es irgendwie einfach cooler, wenn man nebeneinander sitzt, finde ich persönlich. Dumme Angewohnheit.
Da muss ich jetzt direkt ein bisschen überlegen. Ich meine, das kann man natürlich selber immer etwas schwer einschätzen, aber ich persönlich glaube, dass ich zu euphorisch bei manchen Filmen bin. Also wenn ich mir mit jemandem einen absoluten Kultfilm ansehe, den ich schon seit Jahren kenne und liebe, dann sage ich schon manchmal, jetzt kommt eine geile Stelle oder so. Und da, wie gesagt, da werde ich richtig euphorisch bei manchen Stellen. Und ich glaube halt, dass das vielleicht manchen auf die Nerven gehen könnte. Ja, das wäre mal so eine Eigenschaft, die mir einfiele. Aber mich hat jetzt auch noch niemand darauf angesprochen. Also ist jetzt nur reine Eigenbeobachtung. Das kommt natürlich auch immer wieder darauf an, welchen Film man sich gerade angesehen hat. Also bei irgendwelchen Trash-Filmen, Splatter-Filmen etc., da kann man das Ganze kurz halten. Man kann vielleicht nochmal Revue passieren lassen, was man lustig gefunden hat, welche Effekte, dass man gut gefunden hat und so weiter. Aber eine tiefergehende Unterhaltung wird man nach solchen Filmen nicht führen. Anders ist es bei irgendwelchen Dramen oder Experimentalfilmen oder so. Also da bin ich wirklich so, dass ich regelrecht darüber philosophieren will und mir ausmale, was hat man mir damit sagen wollen, oder dort habe ich irgendeine Sache gesehen, die vielleicht nicht ganz in sich stimmig war, oder wie kannst du dir das erklären oder irgend sowas. Da rede ich halt dann schon gern mit meinem Gegenüber drüber. Ja. Also es kommt wie gesagt auf den Film drauf an. Ja, Kino. Dazu muss ich gleich mal sagen, ich gehe sehr ungern ins Kino. Das liegt zum einen daran, dass die Preise nicht gerade niedrig sind oftmals. Und ich finde auch persönlich, dass das heutige Kinopublikum, also nicht alle, aber die meisten, einem Film nicht mehr die Aufmerksamkeit widmen, die er eigentlich verdient hätte. Also ich will persönlich im Kino einfach meine Ruhe haben und den Film sehen. Aber es gibt halt dann immer wieder Leute, die bei total unpassenden Stellen lachen. Also ich habe es letztens bei dem Evil Dead Remake, wo ich im Kino war, gemerkt, da haben auch sehr viele gelacht bei total unpassenden Stellen. Und ich finde das einfach total daneben, da das mir persönlich den Filmgenuss doch etwas trübt. Ja, aber lassen wir das. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, zu der Frage, ich persönlich mag auch wie die meisten das obere Mittelfeld, da man noch nah genug dran sitzt und man auch nicht direkt erschlagen wird vom Bild. Ja, also oberes Mittelfeld würde ich persönlich sagen. Nein, also sicher kommt es mal vor, dass man von einem Kassierer vielleicht blöd angesehen wird oder so, wenn man sich einen Splatter-Film mit einem krassen Cover-Artwork kauft oder so. Aber ich sag mir dann immer wieder, die bieten das an in ihrem Laden und ich unterstütze die ja auch damit. Und selbst wenn nicht, die geht das nichts an, was ich mir kaufe. Und ich kenne ja diese Person auch nicht, die an der Kasse sitzt. Beziehungsweise ich werde sie auch nie wieder sehen, es sei denn, ich kaufe wieder in diesem Laden ein. Aber ich bin da wirklich immun dagegen. Dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das. Jeder soll das kaufen, was er will. Und warum soll man sich da von jemandem reinreden lassen oder warum soll es einem unangenehm sein? Also, nein. Oh, da kann ich mich noch sehr gut an einen Vorfall erinnern, der auch noch gar nicht so lange zurückliegt, ein paar Wochen. Da war ich bei einem Kumpel über Nacht und seine Freundin war auch da. Und wir haben halt dann etwas über Filme gequatscht und seine Freundin ist halt dann auf die Twilight-Filme zu sprechen gekommen. Und ja, ich habe halt dann erwähnt, dass ich diese Filme noch nicht gesehen habe. Und ja, dann hat sie halt es irgendwie geschafft, uns zu überzeugen, dass wir den Film in den Player hineinlegen.
Und ja, ich habe diesen Film über mich ergehen lassen, aber ich muss sagen, ich habe selten so einen schlechten Film gesehen. Also ich bin froh, dass ich bloß den ersten gesehen habe und ich werde mir auch die anderen Teile nicht ansehen. Also Twilight ist wirklich, nein, also das sind Filme zum Wegschmeißen. Oh ja, das passiert mir in letzter Zeit recht häufig, aber ich denke, das kennen viele von euch, wenn man erschöpft von der Arbeit nach Hause kommt am Abend und sich ins Bett legt, um noch einen Film anzusehen, dann nickt man oft einfach weg und wenn man dann aufwacht, dann flimmert der Abspann über den Bildschirm. Also ich denke, das können viele von euch nachvollziehen. Und es passiert mir auch, wie gesagt, relativ häufig in der letzten Zeit. Also ich habe schon sehr viele Filme verpennt sozusagen. Und bin auch noch nicht dazu gekommen, sie weiterzusehen. Und der letzte Film, bei dem ich eingeschlafen bin, hat allerdings nicht am Film gelegen, muss ich dazu sagen. Es hat wirklich nur daran gelegen, dass ich müde war. Und zwar war das hier bei Frankenfisch. Ja, recht netter Tierhorror, Trash, Spaß, der auch sehr blutig ist. Aber ich habe ihn leider nicht ganz bis zum Ende gesehen. Leider. Aber den werde ich mir auf jeden Fall bald mal wieder ansehen. Ja, den Nachspann von einem Film schaue ich mir ehrlich gesagt nicht an. Also es sei denn, ich weiß wirklich, dass noch was kommt nach dem Nachspann. Also wie beim Evil Dead Remake zum Beispiel. Oder bei Wrong Turn ist es auch so. Also ich muss wirklich wissen, dass noch was kommt und ob es sich lohnt, noch sitzen zu bleiben. Also vor allem auch im Kino oder so. Daheim kann man ja die Vorspultaste drücken. Aber wenn ich auch weiß, dass nichts mehr kommt, dann schalte ich auf jeden Fall den Abspann weg. Also ich sehe persönlich nicht wirklich viel Sinn, sich den anzusehen, wenn keine Szene mehr kommt zum Film. Ja, das waren also meine 13 Antworten zum großen Film-Community-Tag. Ich hoffe, es waren für euch ein paar interessante Antworten dabei. Ja, ich werde jetzt auch noch zwei Personen taggen. Ob sie ein Video machen wollen, weiß ich nicht. Ich hoffe es, da mich ihre Antworten auch sehr interessieren würden. Ja, und das wäre zum einen mal der Alex von Lost Heart und zum anderen, ja, Next Dani, meinen Kollegen hier auf YouTube sozusagen. Ja, ihr zwei seid von mir getaggt. Ich hoffe, ihr macht ein Video und ja, dann sage ich euch ciao und bis zum nächsten Mal, euer Silentium 141. Ciao.